Auch beim FSV Zwickau ist der Trainingsbetrieb im Nachwuchsbereich wieder angelaufen. Wir haben gestern das herrliche Wetter genutzt und sind ans Westsachsenstadion gefahren, um einmal beim Training der U15-Junioren zuzuschauen. Es war nicht zu übersehen. Die jungen Schwäne sind hochmotiviert und so freute sich auch Trainer Markus Seiler, dass es endlich wieder losgeht. Ja, definitiv. Also man merkt es den Jungs an, dass sie froh sind, wieder auf dem Platz zu stehen, wieder gegen den Ball treten zu können und auch jetzt seit letzter Woche wieder mit Kontakt trainieren zu dürfen, also dass wir auch in Spielform reingehen können, ist eine Erleichterung für alle. Ihr habt ja jetzt einen neuen Leiter Nachwuchs bekommen. Hast du ihn schon kennengelernt? Ja, also wir sind jetzt schon seit ein paar Wochen im Austausch. Auch vor seinem offiziellen Amtsantritt haben wir uns über die Gegebenheiten ausgetauscht, über verschiedene Mannschaften gesprochen, Probespieler etc. und ja, haben da so die ersten Kontakte geknüpft. Nachwuchs ist ja eine ganz wichtige Geschichte, gerade beim Fußball. Wie seid ihr derzeit aufgestellt? Also wir sind aktuell von der U7 bis zur U19 aufgestellt. In allen Altersklassen, außer die U18, die jetzt fast keinen Verein hat. Ja, das heißt, mit der U19 bleiben wir in der Regionalliga, da die Saison jetzt auch abgebrochen ist. Und U17 bis runter dann auf Landesebene bzw. auf Kreisebene unterwegs. Dein Wunsch für den Verein? Auf alle Fälle der Klassenerhalt in der dritten Liga, das ist für uns alle elementar wichtig. Ja, und dann sauber durch die Corona-Zeit zu kommen und dann ordentlich in die neue Saison starten zu können. Während die jungen Schwäne der U15 im Westsachsenstadion ihre erste Trainingseinheit absolvierten, erzählte uns einer der Spieler, wie es der Mannschaft in den zurückliegenden Zeiten so ergangen ist. War es natürlich sehr schlimm ohne Fußball, weil ich sag mal, wir trainieren viermal die Woche. Und da, man merkt halt schon, dass einem was fehlt. Also wir hatten für die Schule hatten wir auch schon Aufgaben bekommen. Aber also man konnte halt zu Hause selber was für sich machen. Zum Beispiel so viel Stabi-Training, also Kraft, Ausdauer, auch ein bisschen Technik. Aber man merkt schon, also als Mannschaft macht das viel mehr Spaß als alleine. Ihr müsst jetzt wieder kräftig nachholen. Ja, das stimmt. Also momentan trainieren wir noch auf keinen Wettkampf, weil momentan sind ja Liga wurde ja jetzt abgesagt, Testspiele sind jetzt auch erstmal nicht erlaubt, aber es wird schon bald wird's wieder losgehen. Wie wird es bei dir weitergehen mit deiner Fußballerlaufbahn? Naja, ich möchte jetzt erstmal dieses Jahr beim FSV gut spielen, mich hier etablieren in der Mannschaft. Also ich freue mich auch, dass ich hier sein darf beim FSV, weil es ist schon ein sehr guter Verein. Und ja, einfach weiterentwickeln, einfach weitermachen. Mittlerweile hatte ein Mann den Rasen betreten, der seit dem 1. Juni dieses Jahres als neuer Nachwuchsleiter des FSV einen Vertrag unterschrieben hat. Volker Pikarski ist den Fußballfans unter ihnen sicher kein Unbekannter. Als erfahrener Fußballlehrer war er zuletzt als Sportberater für Borussia Mönchengladbach in China tätig. Uns interessierte natürlich, was solch einen Mann gerade nach Zwickau verschlagen hat. Die Arbeit an sich, ja, das war, nachdem die Nachwuchsleistungszentren vom DFB ins Leben gerufen worden sind, schon immer eine Idee, dort auch zu arbeiten. Ich war lange Jahre Verbandstrainer in Hessen, über 20 Jahre, aber ich war immer ein Mensch der Jugendarbeit. Und von daher gesehen war es für mich damals, als Dynamo Dresden das Angebot machte, kein Problem, dann nach 20 Jahren vom Verband wegzuwechseln. Und man kann offen darüber sprechen, diese Arbeitsstellen sind rar gesät. Ja, es gab jetzt auch eine kleine Phase, wo ich jetzt nicht in diesem Bereich arbeiten konnte. Und Zwickau hat diese Stelle jetzt ausgeschrieben gehabt und ich habe mich darauf beworben und bin froh, dass ich sie bekommen habe, weil das ist mein Leben. Nachwuchsarbeit und auch ja, Führen von Menschen. Ja, ich habe ja ein Trainerteam zu führen, die Ausbildung dieser Trainer plus eben auch dann mit Jugendlichen weiter zusammenzuarbeiten. Ich hatte nie große Ambitionen als Fußballlehrer, in den großen Fußball zu gehen. Das Geld hätte ich gerne genommen, definitiv, aber ich bin ein Jugendmensch. Und Zwickau ist auch eine interessante Stadt. Ich habe in meinem Leben schon mehrere Stationen gehabt. Ich freue mich auf neue Herausforderungen, ja, auch neue Städte kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen. Und Zwickau habe ich noch nicht auf meinem Atlas gehabt. Was sind konkret Ihre Ziele? Was wollen Sie in der Zukunft hier beim FSV bewirken? Also, was man ganz klar sagen muss, wir stehen schon relativ gut da, definitiv. Was sicherlich mit meiner Person auch hoffentlich erfüllt werden kann, ist eine gewisse Kontinuität. Ja, ich kann gerne kokettieren. Mir ist im Vorstellungsgespräch auch gesagt worden, Herr Pikarski, wir werden uns sehr wahrscheinlich für Sie entscheiden, weil Sie in einer Altersstruktur sind, wo man nicht mehr erwarten, dass Sie nochmal ganz groß in die große weite Welt hinausgehen. Also für mich ist es auch so, dass ich ganz gerne hier in Rente gehen möchte, ja, über 4-5 Jahre hier etwas aufbauen möchte mit den Kollegen zusammen und die Struktur, die wir schon haben, weiter auszubauen. Ja, wir stehen schon relativ gut da, aber es gibt noch einige Dinge zu erledigen, personeller Art.
dann auch struktureller Art und natürlich ist immer abhängig von Finanzen. Ja, wir sind trotz dritte Liga und trotz jetzt auch Corona-Krise sind wir relativ gut aufgestellt im Nachwuchsbereich, aber wir können trotzdem noch ein paar Euros mehr gebrauchen, definitiv, um auch bestimmte Sachen, die wir noch bräuchten, auch erfüllen zu können. Ne? Es ist ja so, wenn man zurückschauend auf den FSV blickt, dass kaum jemand aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft aufgestiegen ist. Wollen Sie daran arbeiten? Ja, es ist ein ganz klares Ziel. Es ist auch eine Vorgabe von meinen Vorgesetzten, die ich auch jederzeit mittrage, dass wir versuchen, und das ist wirklich erst einmal ein Versuch, mehr Spieler aus der eigenen Region herauszubekommen, definitiv. Aber was man nicht vergessen darf, ist, Fußball ist ein hartes Geschäft, das auch im Spitzenbereich mit harten Bandagen geführt wird. Wir haben eine große Konkurrenzsituation, angefangen von allen Erstligisten, allen Zweitligisten, plus auch Konkurrenten, die jetzt zum Beispiel Chemnitz, die auch in der dritten Liga aktiv sind, wo man einfach sagen muss, wir sind zwar ein ganz klein wenig am Ende der Nahrungskette. Ja? Ja? Und damit wird es natürlich auch schwer, Spieler hier zu halten, ja, die möglicherweise auch finanzielle Angebote bekommen. Dadurch, dass wir noch kein Leistungszentrum sind, dürfen wir bestimmte Spielklassen im Jugendbereich gar nicht mitspielen, was andere Vereine jetzt die Möglichkeit haben. Da ist natürlich klar, dass ein Junge auch sagt, okay, ich kann dort in der Liga spielen, wo ich auch gegen Hertha BSC Berlin spiele, gegen RB Leipzig und wie sie alle heißen mögen, auch die ganzen Berliner Vereine neben der Hertha, Union Berlin zum Beispiel. Und das heißt, dass wir da noch nicht konkurrenzfähig sind, hundertprozentig. Und wir werden natürlich daran arbeiten, definitiv. Es wäre auch ein Ziel von mir. Ich habe mit der Rente gerade kokettiert, zu sagen, innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre gelingt es, den einen Spieler nach oben hochzubekommen. Wir sind auch von unserer Mannschaft her noch nicht optimal aufgestellt. Unsere A-Jugend ist in der Regionalliga, das ist schon mal sehr gut. Hat aber da dieses Jahr auch gegen den Abstieg gekämpft. Die B, also die U17 und U15, die auch so als die Mannschaften zu bezeichnen sind, in der Öffentlichkeit weit im Vordergrund stehen, die spielen nur Landesliga. Ja, das heißt, verglichen mit dem, was es gibt, ist es die dritte Liga. Ja, und da müssen wir dran arbeiten, weil nur dann, wenn ich höherklassig auch im Jugendfußball schon gespielt habe, ist der Sprung hoch in die dritte Liga, wie jetzt zum Beispiel beim FSV Zwickau, überhaupt oder leichter realisierbar. Ja. Wie sind Sie denn rein trainerseitig aufgestellt? Also auch da muss man sagen, sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Aber mein Bestreben ist, dass wir natürlich auch weitere Trainer dazu gewinnen. Ja, es gibt immer wieder auch Wechsel im Trainerbereich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt zwei hauptamtliche Trainer, die wir benennen müssen vom DFB her. Aber alle anderen Trainer sind Honorartrainer. Und ich ziehe meinen Hut vor diesen Menschen. Ja, wir sind immer so am Flachsen, wenn sie den Mindestlohn ansetzen würden, wären sie, glaube ich, in der dritten Trainingseinheit, hätten sie schon ihr Soll erfüllt für diesen Monat. Also es sind Übungsleiterhonorare, die in keinster Weise das Engagement finanziell entschädigen. Es ist das Herzblut dieser Trainer, Begeisterung für den Jugendfußball, auch Herzblut für den Verein. Und es gibt immer wieder mal Wechsel, dass jemand familiär sagt, es haut einfach nicht hin, ich habe Kinder, ich habe einen Beruf, Familie, vielleicht auch Hausbau. Und mein Bestreben ist eben auch dort, ein Portfolio zu finden, um Trainer zu haben, die auch bei mir teilweise auf dem Schreibtisch liegen, in dem Moment, wo einer hier vielleicht ausscheiden muss. Ne? So schwer es ihm auch selbst meistens fällt, dass man da nochmal Ersatz hat und sagen, okay, wir sind dann nicht wochenlang ohne einen Trainer für eine Mannschaft. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass ich auch generell das Trainerteam insgesamt gesehen ausbauen möchte, um einfach mehr Trainer auch an den Mannschaften zu haben. Ja, wir sehen jetzt hier gerade zwei Trainer. Mein Ziel wäre es, auf Dauer in jeder Mannschaft noch einen dritten Trainer zu haben. Das heißt, 6 Augen sind mehr als 4, plus wir können kleinere Gruppen bilden innerhalb der Teams. Ja, und das wäre mein Bestreben. Deswegen sind wir auf der Suche nach Trainern, ganz explizit nach Trainern mit Elite-Jugendtrainerlizenz, weil das eine Forderung vom DFB ist. Wir müssen in der U19, also A-Union, müssen wir mindestens einen A-Lizenztrainer haben. Und alles, was ab U17 bis U12, was zum Leistungszentrum zählt, muss in dem Besitz der sogenannten Elite-Jugendtrainerlizenz sein. Und da ist ganz klar die Region sicherlich auch bevölkerungsmäßig nicht so stark wie jetzt vielleicht Ballungsgebiete. Und da ist natürlich auch klar, dass man weniger Trainer zur Verfügung hat, als wenn ich jetzt vielleicht im Ruhrgebiet arbeite oder auch in Großräumen Leipzig, Dresden, egal wie die Großräume jetzt heißen mögen, wo einfach mehr Trainer mit diesen Lizenzen auf dem Markt sind. Sie haben es ja sicher schon gemerkt, Zwickau ist nicht nur eine Kulturstadt, die Schumannstadt, sondern Zwickau ist eine Automobilstadt und natürlich auch eine Fußballstadt. Wir haben es im Stadtrat vor Jahren 2016 durchbekommen, dass dieses Stadion gebaut wird. Es war ein harter Kampf. Was wünschen Sie sich von der ersten Mannschaft des FSV?
Oh, ganz klar, Klassenerhalt, definitiv, weil das einmal vom Finanziellen her schon mal ein Aspekt ist. Und der zweite Punkt ist natürlich auch der, auch Spieler schauen darauf, wo spielt die erste Mannschaft. Das kann ein Spieler sein, der U11 oder U12 ist, aber da schaut auch, wo spielen die. Ja, ich könnte Ihnen jetzt Beispiele erzählen aus meiner Zeit als Verbandstrainer, wo natürlich auch viele Spieler umworben waren, wo Zwölfjährige sagten, sie wollen hunderte von Kilometern fahren, weil das sind Erstligisten, sind aber bei Zweitligisten vorbeigefahren am Trainingsort. Das ist auch ein Kriterium. Die Ligazugehörigkeit eines Vereines zählt auch für Jugendliche, die auch darauf schauen, wo können die vielleicht später mal spielen. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, dass Sie sich wohlfühlen in Zwickau und dass wir irgendwann uns mal wieder auf dem Platz treffen und uns unterhalten. Lieben Dank. Definitiv. Also ich habe vor, hier länger zu bleiben. Ja, ich habe jetzt eine wunderschöne Wohnung gefunden in der Nordvorstadt, fühle mich da relativ wohl. Ja, und Sie haben angesprochen Kulturstadt, was natürlich diese Arbeit mit sich bringt, ist, ich habe keine Zeit für diese Kultur. Aber ich freue mich darauf. Das August-Horch-Museum ist für mich ganz fest vorgesehen. Und wenn ich mir allein schon die Gegend hier anschaue, ich wandere gerne. Vor einigen Jahren ist bei mir so dieser altersmäßige Schalter umgefallen. Ja, und ich freue mich darauf, das Erzgebirge zu erwandern, auch das Vogtland zu erwandern und auch Zwickau selbst als Stadt noch näher kennenzulernen. Freue ich mich drauf.